So, Freunde, die Kacke ist wohl wieder anders am Dampfen. Wir gönnen uns heute ein Video von Oxcut mit dem Namen Pumpin' Monkey betrügt eiskalt seine Freunde. Ihr wisst ja, Pumpin' Monkey dreht immer Videos mit Huda, Sonja, den Inder. Eigentlich ist er Afghane, wird aber Shah Rukh Khan genannt. Auf jeden Fall hat jetzt Huda, die Hauptprotagonistin in den Videos von Pumpin' Monkey, Beef mit ihm. Warum das Ganze, erklärt uns der gute alte Kanalzerstörer, Meinungsblogger, wie Phönix aus der Asche brechender. Oxcut! Ich würde mal sagen, let's go. Freunde. Macht es euch erstmal bequem, ja? Okay, machen wir es uns erstmal bequem. Nehmt euch Chips, Popcorn oder sonstiges. Dazu erstmal Grüntee, das wie Pisse aussieht. Köstlich. Heute ist ein Tag zum Feiern. Und ich kann es wirklich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr stolz drauf, dass ich diesen Satz erwähnen darf. Das ist mein Lieblingssatz. Ich hatte mal wieder recht. Geboxt. Erinnert euch doch an dieses Video hier. Ja, dieses Video hat für meine Verhältnisse ziemliche Wellen geschlagen. Daraufhin gab es ein Video von Jambroke, wo er mich deswegen kritisiert hat, dass ich im Unrecht liege und so weiter. Dazu muss man sagen, da haben wir auch drauf reagiert. Auf beide Videos von ihm. Er hatte, muss man fair bleiben, in den meisten Punkten recht, der Ochs. Weiter und so fort. Jetzt ist eine Sache passiert, die meine Vermutung bestätigt hat. Und zwar erinnert ihr euch an diese Aussage von mir. Er ist ein perfekter Marionettenspieler. Was ein schöner Mann. Meiner Meinung nach nutzt ja Pumpin' Monkey gewisse Leute aus, damit seine Videos unterhaltsam werden. Also ist er eigentlich nicht der Protagonist seiner Videos, sondern er ist irgendwie so ein Darsteller, der nur das Mikrofon hält. Er ist eigentlich ein Mikrofonständer. Und die anderen Leute, wie Arfa, auch wenn ich das zugeben muss, oder eine Huda oder diese Sonja, sind Unterhaltungspersonen in seinen Videos. Er wollte damit sagen, auch wenn er das nur ungern zugeben muss, dass Arfa eine Unterhaltungsperson ist, der hat dann auch seinen Kopf auf dem Roadrunner gezahnt. Bip, bip. Nun ist eine Sache vorgefallen, wo ich mir denke, das war so klar und es bestätigt meine Vermutung. Wie ihr wisst, hat unser Pumpin' Monkey eine Shisha-Marke rausgebracht und wie ihr sehen könnt, ist auch Huda drauf. Ja, wie gesagt, es ist immer noch ein Protagonist von dem Kanal von Pumpin' Monkey. Nun, sie unterhält auf dem Kanal seit langer Zeit, sie ist bei fast jedem Video dabei, also trägt sie einen essentiellen Anteil dazu bei, dass dieser Kanal Geld bringt, weil ohne sie wird der Kanal nicht so laufen, wie er läuft. Und dann bringt er eine Shisha-Marke raus, ich zeig's nochmal, wo ihr Gesicht abgebildet ist. Und nun denkt man natürlich, auch da müssen ein bisschen Gelder fließen für diese Person, die dafür sorgen, dass der Kanal am Leben hält. Und dann darf man natürlich auch erwarten, dass man für den Shisha-Tabak auch Geld bekommt, wenn die Fresse herhalten muss. Aber das ist nicht passiert. Ja, Leute, für den Fall, ich möchte euch was Wichtiges mitteilen. Hört einfach zu und bitte versteht meine Lage. Es geht einfach ums Prinzip. Eigentlich, es geht nicht um Geld, aber es geht einfach ums Prinzip. Und zwar, Leute, ihr wisst ganz genau, ich und Sonja und Fatih, Pipapo, wir haben alle Shisha-Tabak auf den Markt gebracht, ja? Heute noch habe ich nicht mal einen Cent bekommen. Deswegen, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, kauft es nicht. Kauft es nicht. Das ist einfach... Was so Faxen ist das, ja? Die kleben meine Fresse in einen Shisha-Tabak. Das wird überall verkauft, aber ich krieg nicht mal einen Euro oder was und mache Werbung noch dazu. So, ich komme direkt zum Thema ohne links, rechts. Leute, ich höre, ich bin so ein Mensch, ich lach viel, ich habe viel Humor, aber wenn es um Faxen geht, wenn wollt ihr Faxen lernen? Ja, war klar, dass das früher oder später so weit kommt, vor allem wenn man ein Produkt auf den Markt bringt. Was die Videos anbelangt, da habe ich meine eigene persönliche Meinung. Dazu komme ich aber gleich noch. Aber was sowas angeht, man bringt ein Produkt auf den Markt, vermarktet dieses Produkt zusammen mit, sage ich mal, zwei, drei anderen Leuten. Natürlich sollten diese Leute auch beteiligt werden. Das ist selbstverständlich. Wallah, kauft das nicht, das schmeckt sowieso nach Hara, wallah. Tatsächlich ist das ein Ausschnitt von TikTok, weil die Seite von Huda gesperrt ist. Komisch, nach so einem Statement ist ihre Seite offline. Was für Zufälle es gibt. Da hat bestimmt Pumpin' Monkey gar nichts mit zu tun. Nein, 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 nein.
Auf gar keinen Fall hat er die Seite von ihr gemeldet, damit sie... Guck mal, wie er sich freut. Er hat das schon jetzt länger. Seit dem ersten Video hat er Beef mit Pumpen. Hat man ja gesehen. Es wurde immer hin und her geschossen. Er ist einfach so glücklich gerade. Die endlich mal die Fresse hält. Also meiner Meinung nach ganz klare Ausbeuterei von Leuten. So nicht, dass er die anderen Minderjährigen für seinen Content ausnutzt, sondern auch seine Freunde, ist schon ziemlich mies. Naja, er hat sich nicht lumpen lassen und hat dieses Statement verfasst. Für die Sache zu mir und Huda, weil sehr, sehr viele fragen, was jetzt ist. Weil es zwei Videos gab, die von Huda kamen. Huda ist in ein Loch reingefallen, sage ich mal, wo sie sehr falsche Gedanken hat. Sie hat gerade eigene Probleme. Deswegen, es kommt alles auf einmal. Manchmal ist es im Leben so, dass man Phasen hat. Dann kommen die Probleme alle auf einmal und das ist gerade bei ihr so. Was hat denn diese Sache damit zu tun, dass es ihr nicht gut geht und du ihr kein Geld gibst? Also, dass du kein Geld gibst, es steht doch für sich alleine da. Man sollte nicht an die Öffentlichkeit damit gehen. Ja, sie gibt es der Öffentlichkeit preis, weil sie wahrscheinlich einfach dein wahres Gesicht zeigen will. Ist das ja auch für eine Person des öffentlichen Rechts natürlich auch völlig okay ist und legitim ist. Das musst du halt auch mal aushalten, dass du auch mal kritisiert wirst. Wer Scheiße baut, muss doch dafür einstecken. Komischerweise hat Pumping Monkey genau dieses Statement auch auf seinem YouTube-Kanal über Sonja hochgeladen. Das ist die Freundin von Huda, keine Ahnung, die sind beide irgendwie befreundet. Ich habe ja Sonja ein neues Handy geholt, sie hat auch ihre SIM-Karte, aber Sonja ist trotzdem irgendwie nicht zu erreichen. Woran liegt das? Ja, gar keine Ahnung, alle. Das Mädchen schläft bis 17 Uhr. So. 17 ist noch okay. 2021. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Scheiße Sonja baut. Die baut nur Scheiße. Die Sonja braucht wirklich Hilfe. Jetzt kommt das Dreiste, Leute. Wenn wir die neuesten Videos von Pumping ansehen, wo eine Huda zum Beispiel nicht dabei ist wegen diesem ganzen Vorfall, wer ist jetzt auf einmal dabei? Genau, unsere Kreatur Arfa, die hier keine Rolle spielt, wie sonst im Leben, und ja, nimmt unsere Steuergelder ein. Und es geht um Sonja, die auf einmal wieder in seinen Videos auftaucht. Komisch, komisch, komisch. Hä? Hatte die nicht noch vor kurzem gesagt, dass sie erstmal abtaucht und in den Videos nicht mehr zu sehen ist? Und dann hatte man irgendwie bei Huda gemerkt, dass sie sich darüber freut. Jetzt ist aber Huda nicht zu sehen und Sonja ist da? Keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, die spielen sich beide gegenseitig aus. Das Ding ist, ich kann mir ganz genau vorstellen, was in den Köpfen der Leuten vor sich geht. Pumpin holt die beiden, die kein Arsch kennt. Kein einziger auf der ganzen Welt. Höchstens intern irgendwo in Frankfurt kleinere Kreise. Sorgt dafür, dass die bekannt werden. Macht mit denen Videos. Baut rund um diese Freundschaft etwas auf, was sehr, sehr gut ankommt bei den Zuschauern. Huda war mir am Anfang zum Beispiel mega unsympathisch. Nach und nach hat man sich an sie gewöhnt und ich muss euch sagen, ich habe diese Real-Life-Videos, wo die untereinander waren oder miteinander so Challenges gemacht haben, mehr gefeiert, wie zum Beispiel diese Straßenvideos. Auch wenn diese Straßenvideos unterhaltsam waren, irgendwo hatten die aber einen moralisch negativen Effekt auf uns alle, beziehungsweise halt auf die Zuschauer. Was Pumpin sich dann aber gedacht hat, ist, ey, guckt mal, ich habe euch hier ins Internet geholt. Ich habe euch Reichweite gegeben. Theoretisch könnten die ja mit ihrer Reichweite was Eigenes aufbauen. Huda könnte einen eigenen Kanal erstellen und keine Ahnung Beauty-Videos hochladen. Sonja könnte einen Kanal erstellen und keine Ahnung irgendwelche Einbruch-Videos, wie man am besten Vivo einbricht und sich dabei filmt, hochladen. Jeder hätte so seine eigene Nische bedienen können. Das heißt, Pumpin hätte denen Reichweite gegeben und die hätten von dieser Reichweite profitiert auf schlaue Art und Weise und hätten dann daraus was geschaffen. Naja, haben die aber nicht gemacht und im Endeffekt sieht es jetzt so aus, als hätte er die ausgenutzt, weil er hat denen ja nichts gegeben quasi. Wenn man merkt, dass seine Huda nicht mehr dabei ist, braucht man natürlich die Sonja, weil ja, wie soll man denn sonst Geld machen? Gibt's ja nicht mehr viele Optionen. Und als Mikrofonständer gibt's auch nicht so viele Zukunftsaussichten für einen YouTube-Kanal. Und diese ganzen anderen YouTuber, die ich in letzter Zeit sehen konnte, alle reden auf einmal diesen Content von dem gut und auf einmal ist es ein Content okay und unterhaltsam oder sonstiges, aber... Nein, die Tinder-Videos sind nicht okay. Also was heißt, die sind schon unterhaltsam, trotzdem verwerflich, solange Minderjährige da gezeigt werden. Aber dieser Lifestyle-Content, den er gebracht hat, so diese Zeit, wo er versucht hat, sich zu ändern, was auch der Grund dafür war, warum auf einmal Huda und so in seinen Videos zu sehen waren, die fand ich in Ordnung, das war gut, fand ich nice. Trotzdem, ja, diese Straßendinger, Tinder, Minder, was weiß ich was, eigentlich verwerflich, wenn man aus dem moralischen Aspekt her das Ganze betrachtet. Aber aus dem RTL
schnellen Niveau, weil dass man nur hier sitzt und Scheiße sehen will und Beefs etc. und einen Fick drauf gibt, was mit den Leuten, die da teilnehmen, passiert, war das gut. Sobald diese Videos wieder keine Klicks machen, wird man das auch wieder kritisieren. Ich wette mit euch, sobald der Hype von diesem Pumping endlich zu Ende geht, werden alle YouTuber wieder seinen Content kritisieren und sagen, wie kann man das alles aus... Und dann wird der Kanal so enden wie von diesem Leon hier, wo kaum noch Leute seine Videos sehen, wo kaum noch Leute auf seine Videos reagieren. Und dann später gibt es auch dementsprechend Kritik, wie es auch bei M. Leon gab. Ja, das stimmt. Ich habe auch gesehen, voll viele große Leute reagieren immer wieder auf Pumpin. Die haben gesehen, das ist kostenloser Content, kann man mitnehmen, haben gemacht. Die Videos kommen bei denen auch sehr, sehr gut an. Die Reactions machen sehr, sehr gute Klicks. Natürlich führen die das fort, natürlich machen die weiterhin dann Klicks auf Pumpin seinen Nacken oder auch auf anderen Straßenleuten ihren Nacken. Und genauso wie Ochs gerade sagt, wenn es mal nicht gut läuft, kann man dann wieder drauf treten. So ist das auch. Wo man gesagt hat, oh mein Gott, Alter, damit vermittelt man ja falsche Werte, dass es wichtig ist, gute Klamotten zu haben und so weiter und so fort. Und um wieder zum roten Faden zu kommen, Pumping, was soll das eigentlich? Er droht dir ganz indirekt. Achtet mal auf seine Wortwahl. Aber ich wollte mich nochmal mit dir treffen, um ihr alles zu erklären oder mit ihr vieles zu bereden. Sie ist nicht drauf eingegangen. Ja, also ich warte und wenn nichts kommt von ihr, dann werde ich auf jeden Fall ein langes Video machen müssen auf YouTube. Dann wird der auspacken, dann wird er ein langes Video machen, damit sie schön die Fresse hält. Er versucht sie indirekt mundtot zu machen. Und Bruder, ganz wichtig, wenn du dieses Video sehen wirst, bitte befolge meinen Tipp, hol dein Geld, weil du hast Anspruch auf dieses Geld. Ich konnte auch ab und zu mal lesen, ja, sie hat ja ab und zu mein Handy von dem geschenkt bekommen oder sonst was. Ja, wow, ein iPhone 8 im Jahre 2021 geschenkt zu bekommen, ist voll die geile Entlohnung. Das kann doch jeder Schwanz, Alter. Natürlich, ein iPhone für die Verdienste, was sie für diesen Kanal geleistet hat, ist einfach ein Minimum. Das ist nicht mal, das ist ein Arbeitsgerät, damit er sie besser erreicht, Alter. Gib ihr einfach das Geld, Alter. Wie ich solche Leute hasse, Mann, Alter. Immer Leute schön ausnutzen, ausbeuten und am Ende beim Geld knickrig werden und rumgeiern. Und selber irgendwelchen Leuten erzählen, dass man 100.000 Euro verdient. Hier, ich blende das mal ganz kurz ein von Sami und ABK. Pumping kommt erst Sonntag, oder nicht? Wir waren heute mit Pumping. Er hat uns gesagt, dass er 100.000 im Monat verdient. Das ist so reich, der Pumping. Der ist so reich, Digga. Wie verdient der 100.000 im Monat? Den Videos mit den Klicks? Das kann ich mir nicht vorstellen, das kann nicht sein. Wisst ihr, was das Witzige ist? Ein Marionettenspieler, der ist derjenige, der das Geld verdient. Und die Marionetten verdienen gar nichts. Das sind einfach die Puppen, die gesteuert werden. Während sie die Arbeit erledigen, wird der Puppenspieler, der nur ein bisschen seine Hände bewegt, dafür belohnt. Und so hat das auch bei Huda funktioniert. Das tut mir echt leid für das Mädchen. Ohne Scheiß. Das Ding ist, wenn er wirklich so viel Geld verdient, was ich mir nicht vorstellen kann, höchstens mit dem Verkauf von dem Tabak, mit Klicks, nee, auf keinen Fall. Da kann nicht sein, dass er mehr Geld verdient monatlich als ein Kuchen. Weil er macht ja verhältnismäßig nicht annähernd so viele Klicks wie Kuchen. Als Beispiel jetzt, ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Und im Endeffekt kann ich euch abschließend fazitmäßig sagen, sollte Pumpin wirklich so viel Geld verdienen, wäre es vielleicht fair gewesen, Huda, Shahrukh Khan und also Kasim und der Sonja einen Teil davon abzugeben. Einen geringen Teil, denn im Endeffekt macht er ja die Videos, er plant alles, er lässt die schneiden oder schneidet die, ich weiß es ja nicht, und halt alles drumherum. Trotzdem kann man einen kleinen Teil entlohnen. Das ist ja wie bei mir hier. Massi schneidet für mich meine Videos. Er wird auch dieses Video schneiden. Kuss geht an der Stelle raus. Er ist mein jüngster Bruder. Ich habe seine Windeln gewechselt, ich habe ihn großgezogen und trotzdem macht er das nicht umsonst für mich. Er kriegt Geld von mir, weil er leistet seinen Teil dazu bei, dass Videos weiterhin auf meinem Kanal erscheinen. So einfach ist das. Ihr könnt nicht erwarten, dass irgendwelche Leute, die auch noch fremd sind, die ihr erst seit kurzem kennt, völlig umsonst für euch irgendetwas machen und permanent die Füße stillhalten. Ja klar, man gibt denen irgendwo Reichweite, aber sobald es dann darum geht, dass man mit dieser Reichweite, die man selbst hat und mit den permanent hochgeladenen Videos eine Menge an Geld verdient, kann man auch ein Stück davon abgeben. Aber wie gesagt, ich kann hierzu nicht großartig viel sagen, da ich leider Gottes nicht wirklich viel Geld damit verdiene, aber ist auch nicht so schlimm. Von daher schreibt ihr mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!